Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Jetzt kommt Teil 3 von Union Force. Die ersten zwei Runden sind schon hochgeladen, Freunde. Ich bin gespannt, was heute kommt. Ziehen wir noch eine von den 4 Special Rares oder sogar die Secret Rare? Das wäre natürlich der Hammer. Also wenn ich die Secret Rare hier ziehen sollte, dann ticke ich komplett aus, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich alle Booster öffnen und hoffen auf gute und geile Karten, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, ich habe schon mal die Booster rausgeholt. Hab von jedem Artwork, was vorne drauf ist, jeweils noch 2 Stück. Das heißt 8 Booster. Und habe sie dann mal so zusammengestellt. Jetzt öffnen wir alle zusammen. Und wir fangen wieder an mit einer Vegeta-Karte. Das ist, glaube ich, echt ein sehr toller Fluch, den ich auf mir habe. Dann Goku Black, der Bringer of Despair. Goku Black hier. Dann Growing Evil Life Form Cell. Supreme DNA Son Gohan. Shu. Trunks. Und noch ein Trunks. Trunks sein Vater. Super Saiyan 2 Vegeta. Piccolo's Help. Dann die Roboter da von Galgstern. Son Goku. Oh, wir sind schon bei der letzten Ankunft. Wir fangen an mit einer Zamasu, der Allat-Gott. Eine Rare von Zamasu. Nice, hatte ich auf jeden Fall noch nicht bis jetzt. Jetzt sind wir noch im Besitz dieser Rare-Karte von Zamasu. Also mir fällt gerade auf, bevor ich die hier öffne, hier schaut der sogar noch so halbwegs friedlich, obwohl er gerade dabei ist, eine Energiekugel zu erbilden. Schaut der echt noch halbwegs normal aus, wie so ein ganz normaler Kaioshin. Was irgendwie unpassend ist. Naja. Und hier geht's los, auch mit einem Lieblingscharakter von mir, und zwar Tenshin Han mit der Kiku-Kanone. Majin Buu, Metacooler Core. Die verliebten Kiddies, dann einer von den Fischen von Cooler, Goku Black, Krillin und sein Küsschen, Gowasu, Pilaf, wieder Piccolo's Help, noch nicht die letzte Karte, wir haben hier Raging Spirit Son Gohan und die letzte Karte ist wieder eine Rare, und zwar Relentless Super Saiyan 3 Son Goku. Oh, die sieht aber auch richtig nice aus. Oh, ja, sieht echt nice aus, Leute. Kann man nichts sagen. So. Jetzt kommen wir zu den Zamasu Boostern. Und wir haben hier, wir fangen an mit Gotenks, Freezer, Zamasu und Herkules. Auch bekannt als Mr. Satan, C18. Vater Sohn kam ja mehr, Wiss. Gowasu wieder. Wieder so ein Fischkopf. Da haben wir Videl. Noch nicht die letzte Karte. Wir haben C17. Jetzt kommt die letzte Karte. Boah, alter Fuck, nice. Wir haben eine Super Rare von Returning Evil Golden Freezer. Boah, alter Fuck. Die sieht richtig geil aus, Leute. Die sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Golden Freezer. Wahrscheinlich da, wo er die Form zum ersten Mal präsentiert hat. Dann noch im Hintergrund hier der dunkle Himmel. Boah, das sieht mächtig aus, die Karte. Nice. Und stellen wir die hier hin. So, wir fangen hier an mit Dabura. Cooler Leader of Drops. Auch eine geile Awaken-Karte. Und dann hier Full Power Trunks. C20. Kabira. Der sagt mir gerade wieder nichts. Trunks. Mr. Satan. Cooler. Piccolo. Zen-O. Majin Buu. Und die letzte Karte ist eine Rare von Trunks. Die hatte ich aber schon. Creator of the Future. So, Halbzeit für heute. Und wir fangen an mit dem Duo C17 und C18. Oh, die schauen aber echt krank aus. Hier noch, zwar böse, aber normal, sage ich mal dazu. Full Power Trunks. Wir haben die Protaras.
Wir haben wieder Kavira. Wir haben Son Goku. Cell Junior, wieder Trunks. Vater Sohn Galligan. Pilaf. Tobi. Majin Buu. Und die letzte Karte ist, wir haben Secret Evolution Cooler. Auch nice. Also, die Super Rares sehen hier echt nicht schlecht aus, aber die Rares, muss ich sagen, sehen halt echt aus wie Holo-Karten. Deswegen gibt es auch kaum so richtige Effekte. Aber eine coole Karte erfreut mich natürlich. So. Gotenks. Ja, Vater Sohn kam ja mehr. Ja, Freezer. Mafuba von Trunks. Und dann hier Metal Cooler und seine Cousins. Der Kaioshin, wieder Son Goku. Yan Chu, der lebt auch noch ab und zu. C16. Videl, noch nicht die letzte Karte. Wir haben den Time Ring. Und jetzt die letzte Karte ist. Ja, Mann, Freunde. Ja, Mann. Endlich. Es ist soweit. Jiren, Fist of Justice. Leute, eine Super Rare von Jiren. Ich hab's mir so gewünscht. Ich wollte es unbedingt haben. Und jetzt habe ich das endlich. Ich habe eine Super Rare von Jiren. Also, jetzt alle. Okay. Die Runde ist schon mal gerettet. Jetzt kann in den letzten zwei Boostern kommen, was will. Ich habe die Super Rare von Jiren und das reicht mir vollkommen, Leute. Oh, die sieht richtig nice aus. Die sieht richtig nice aus mit seinem Killerblick hier. Übelst nice. Also die Super Rares von diesmal, die sind echt der Hammer. Geil. Endlich, Leute. Endlich. Richtig nice. So, die Runde ist auf jeden Fall schon mal die beste von den dreien. Wir fangen wieder an mit Freezer, Tenshin Han, oh, Mind Controlling Babidi. Wieder ein Küsschen, Cell Junior, Son Goku, Vater Sohn Kamehameha, der Kaioshin, Son Gohan der Zukunft und hier Mighty Mask, Vegeta, Darkness I-Beam und die letzte Karte ist, oh, Evolution Evil Lifeform Cell. Oh, ich glaube sogar, ist einer der wenigen Rare-Karten, die ich von Cell habe und so in grün. Das sieht auch richtig mächtig aus. Oh ja, oh, wie habe ich den Kampf davor von Piccolo gegen C17 gefeiert und dann kommt der übermächtig einfach. Richtig, richtig nice. Also die Karte sieht echt geil aus. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Booster angekommen, Freunde. Boah, den habe ich aber katastrophal geöffnet. So. Awakening Core Metacooler, Beerus, den hatten wir heute noch gar nicht. Babidi, Creator of Evil. Oh, ist ja eine Lederkarte. So, hier. Wahrscheinlich der einzige Bösewicht mit so dünnen Armen. Wieder die zwei verliebten Kiddies, wieder so ein Roboter. Der alte Kaioshin, Supreme Dina, Son Gohan, Vegeta, Leute. Piccolo, noch nicht der letzte, ja, Jirobi. Da haben wir Dave Razor und die letzte Karte ist auch noch Chillet Army General. Ja, wir haben Chillet als letzte Karte gezogen, Freunde. Somit ist das Opening auch damit beendet. Ist eine recht ansehnliche Karte. Aber naja, ihr wisst ja meine Meinung zu den Rares. So, das war's dann mit dem Opening. So, Freunde, das Opening ist also jetzt beendet. Wir haben jetzt die kompletten 24 Booster geöffnet. Leider hatten wir kein allzu großes Glück. Wir haben keine Special Rare gezogen. Die Secret Rare ist natürlich ebenfalls nicht gekommen. Doch, wie man hier links sehen kann, die Super Rare von Jiren und von Golden Freezer, die hat schon mal einiges gerettet. Also ohne Witz, das sind so zwei Charaktere, die waren einfach bei Dragon Ball Super so geil. Die haben die so geil aufgespielt, deswegen freue ich mich sehr über die Karten. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Es war wieder euer Dragon Ball Fan 91, Freunde.